Hallo Messefreunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Sie haben die Möglichkeit, das wohl heißeste Eisen der Saison anzuschauen. Das Malibu. Malibu Flipper von Brotec. Extrem cooles Teil. Kann man nicht anders sagen. Brotec normalerweise der Spezialist für Automatik-Knives, aber die haben sich hier mal dazu entschlossen, ein Flipper mit Buttonlock auf den Markt zu bringen. Was natürlich schön ist, du hast hier einfach nur zwei schöne Alu-Griffschalen, die nicht unterbrochen werden durch ein Frame oder drin durch ein Liner-Lock, was auch immer. Ne, einfach schön Buttonlock. Hat auch den Vorteil, zwei Funktionen. In einem hält die Klinge im offenen als auch im geschlossenen Zustand im Heft. Und hier haben wir die coole Version mit Acid Wash mit einem Reverse Tanto. Und das ist ja einfach nur noch ein heißes Eisen. Ich kann es nicht anders sagen. Richtig nice und ja, ich weiß, ich kann es jetzt gar nicht so einfangen, aber das kannst du wunderbar einfach wieder mit dem Button Lock ins Heft fallen lassen und mit dem Flipper schön rausflippern. Stahl, CPM 20 CV, also richtig gutes Zeug. Schwarz Alu, Acid Wash, gibt es aber auch in All Black. Coole Handlage. Coole Klinge, ne? So ein bisschen japanisch angehaucht und mit dem Button Lock. Ich meine, das können sie ja, das haben sie an ihren Automatics ja auch immer. Einfach eine feine Geschichte. Cool. Ja, heißes Eisen der Saison. Und hier noch wieder was aus der Rubrik unterschätzte Taschenmesser. Aber das schauen wir uns im nächsten Video an. Ciao, Freunde.